Ich will mal sehen, wie viele Likes ihr schafft, wenn wir jetzt hier so eine schöne KTM fahren. So, und damit hallo und herzlich willkommen wieder zu einem neuen Car-Mod kann man nicht sagen, ne, ist ein Bike-Mod. Aber ich fange jetzt auch mal eine Bike-Mod-Serie an. Also, wir haben jetzt hier eine KTM SXF 450 zu stehen. Ist zwar hier und da buggy von Fahren her, wie ihr seht, guckt mal die Arme von ihm an und wie er da drauf sitzt an sich. Aber egal. Wir gucken uns die mal kurz an hier einfach mal so. Weil ich habe noch nie irgendwie einen Bike-Mod gesehen gehabt. Noch nie. Noch nie, 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 nie. Und zwar ist allgemein einiges hoch aufgelöst, einiges zwar nicht so krass, aber doch schon relativ gut. Hier und da sind ein paar Mänke, sag ich jetzt mal. Wie zum Beispiel hier sind matschige Texturen, ein bisschen das Orange. Aber dafür, dass es ein Motorrad ist, was komplett neu hinzugefügt wurde, ist ein Add-on. Kein Replay, sondern ein ganzes Add-on ist das. Hier schöne Dekor drauf. Ich will mir später auch vielleicht eine KTM, also ich werde mir auf jeden Fall eine KTM holen. Aber die SMC, und zwar ist sie leider hier, sofern ich das jetzt beurteilen kann, nicht. Warte mal, was ist das für ein Auspuff? Das will ich jetzt mal kurz wissen nochmal. Ist sie jetzt nicht in GTA verfügbar? Also die SMC 690, könnt ihr euch mal angucken. Ein Arrow, okay, schön. Schön Auspuff. Kann man nicht klagen, ist eine EXC, da darf der ran. Aber ich würde sagen, an der SMC darf der nicht ran. Und wir fahren jetzt einfach mal rum, das hat den Sound wie eine Party. Musik will gerade nicht. Wir gucken einfach mal, was so einfach alles möglich mit dem Ding ist. Ob man damit gut Wheelies machen kann oder Stoppies. Also, so kann man ja schon mal, perfekt. Jetzt ist bloß die Frage, warte mal, wie mache ich denn das? Ja, Stoppies, okay, sehr gut so. Das sieht bloß ein bisschen krüppelig aus, wie der hier langfährt. Da geht die Schiene runter, ne? Der Zug kommt! Direkt mal schrotten, das Ding! Okay, doch nicht. Aua! Hallo! Zug! Ja, schön, das ist perfekt. Da können wir ja schon mal direkt das Chance-Modell von dem Ding testen. Nein, nicht dagegen rennen. Hat sich da überhaupt was getan? Wartet mal. Nein, nicht aufsteigen, danke, Franklin. Auf jeden Fall sieht das aus wie zerbeult. Also nicht zerbeult, sondern eher so zerkratzt. Bloß. Da schön zerkratzt. Ich sag mal so, leichte Dellen sind erkennbar. Ja. So leicht eingedellt halt, ne? So wie es einfach normal ist eigentlich. Hier überall Kratzer, die ganze. Sehe ich da was gerade? Sehe ich da etwas gerade was? Nee, okay, war unten die Textur. Also passt alles. Hier, die Textur müsste irgendwie, glaube ich, ein bisschen anders sein. Also die Textur. Aber sonst? Sonst überzeugt mich das, weil das ist irgendwie alles perfekt an einer Stelle, also an den Stellen positioniert, wo es sein sollte. Wir fixen mal kurz das Motorrad. Und er zieht sich den besten Helm auf, den man dazu aufziehen kann. Warum denn nicht, Franklin? Sieht wunderschön aus. Steig mal ab und setz ihn mal bitte wieder ab. Das passt einfach nicht zum Motorrad. Das darf nicht sein. Das ist einfach so eine Schande, so einen Helm da drauf zu haben. Wenn du so ein schönes Motorrad fährst. Das ist einer meiner Lieblingsmotorräder außerdem. Deswegen habe ich die genommen. Wollte gucken, ob es geht. Und es geht. Ich nehme es gerade wirklich spät am Abend auf. Es ist jetzt gerade 10:45. Ist für Schule. Ich sag mal jetzt, ich muss dann bis 11:30 wieder online bleiben. Aua, das hat mich im Weh. Ist auch ein kleiner Blutfleck, aber nur ein kleiner. Franklin, renn dahin. Und ich mach's für euch. Ich müsste jetzt eigentlich noch ein bisschen Bio lernen, obwohl ich schon irgendwie 3-4 Stunden investiert habe in Bio. Aber das geht alles so richtig um ein super schweres Thema und es ist halt super kompliziert. Also falls ihr Fragen habt über Bio, was ich da gerade hab und so, ich bin der 12. Klasse. Aua. Könnt ihr gerne mal auch in die Kommentare schreiben. Falls ihr wirklich mehr Mods, also Mods für Bikes, also für Motorräder haben wollt, schreibt es mal gerne in die Kommentare und lasst ein Like da. Ich will mal sehen, wie viele Likes ihr schafft, wenn wir jetzt hier so eine schöne KTM fahren. LOL. Das ist aber verbuggt.
Das ist immer mega scheiße, Junge. Warte mal, ist das bloß, weil die beschädigt ist oder ist die jetzt immer so? Wenn ich die jetzt fixe, ach man, setzt doch immer den Helm wieder ab. Nee, ist mir gar nicht aufgefallen so. So siehst du das ja auch nicht. Aber wenn du so Wheelie machst, siehst du, das wollte ich gerade. Ich wollte gerade ein Wheelie machen. Also Wheelies machen wir nicht mehr, wenn wir jetzt so gucken sollten. Aber so fahren geht. Weil das sieht einfach extrem behindert aus. Aber man sieht dadurch. Oh. Guckt euch mal die Federung an, die ist da ein bisschen durchlässig. Sorry. Ich wollte euch nicht erschrecken, ist bloß eine KTM. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, welche Bikes oder Motorräder ihr haben wollt. Es gibt alle eigentlich, so gut wie wirklich alle. Ich habe jetzt schon super viele runtergeladen, weil ich einfach so Motorräder liebe. Würde mir am liebsten super viele holen, aber ich habe kein Geld dafür, Mann. Aber hier kenne ich mich auch in der Szene schon ein bisschen besser aus, zumindest. Das ist eine Viertakter. Die müsste auch eigentlich Einzylinder sein. Ja, müsste sein. Ja. Ist auch ein Einzylinder. Und daher geht die auch richtig ab. Wir können uns... Gibt es hier zwei Takter? Das würde mich mal interessieren. Wir cruisen jetzt hier einfach mal ein bisschen rum, während ich noch ein bisschen erzähle. Denn Bike-Mods kann man ja nicht so krass, sage ich jetzt mal, machen wie Car-Mods, weil hier hast du einfach nicht so viel auszusetzen dran. Hallo Polizei. Ich wusste gar nicht, dass Polizei einfach so rumfährt. Setz den Helm bitte ab, Franklin. Passt ja eigentlich perfekt gerade, dass du so weit läufst. Danke. Und da dreht sich noch das Rad. Und zwar habe ich jetzt bisher die Yamaha YZF R1, die R6. Dann habe ich die Kawasaki H2R, die mega, mega, mega schnell ist. Dann die Honda CBR1000 RR Fireblade Version. In orange oder grau, wie ihr wollt. Oder ob ihr die überhaupt wollt, ist die Frage. Dann, was habe ich noch? Ich habe noch eine andere KTM mir runtergeladen. Die hat auch ein anderes Soundpackage drin, aber das ist auch nicht das Beste vom Besten. Wir fahren jetzt nochmal auf den Flughafen und springen dann eine kurze Runde. Gucken, wie das Motorrad federt. Das will ich nochmal kurz gucken. Ich finde, die Sitzposition ist bloß scheiße, weil das Grundkonstrukt von dem Add-on hier stammt wirklich von einem, wie heißt denn das? Von einer Barty, so würde ich sagen. Das wollte ich sagen. Ich kam da bloß nicht drauf. Wir fahren jetzt nochmal kurz zum Flughafen, wie schon gesagt. Wir springen jetzt nochmal ein bisschen und eigentlich, ich wollte euch die bloß mal kurz zeigen, was es sowas alles ausgibt. Und falls ihr mehr Car- oder Bike-Mods, ich sag immer noch Car-Mods, sehen wollt, dann lasst doch gerne eine positive Bewertung da. Wir machen jetzt noch einen schönen Backflip hinterher oder wir klatschen gegen die Kante da, oder? Nee, wow. Wow. Dreh dich, Mann. Komm schon. Easy Backflip, Alter. Weiter und dann weiter. Abgeschlossen. Nice. Mit Backflip. Nett, steig auf, danke. Also, auf jeden Fall hat die Federung schon mal gut gearbeitet, hat man gesehen. Mal gucken, ob wir das Teil treffen hier. Müssten wir aber eigentlich, jo. Federung? Danke. Alter, wie die Federung arbeitet. Aber wenn du springst alleine, siehst du das auch so. Wartet. Wenn du springst, hui, wieder so richtig verbuggt. Aber egal, das ist halt so. Dafür gibt es überhaupt so eine Motorräder in GTA. Da müsst ihr mal echt den Moddern dankbar sein. Die sowas alles erschaffen. Gut, Alter. Unten drunter durch, ey. Mega geil. Und ich brenne. Ach, macht mir nichts aus. LOL, nee, das ist mein Motorrad, was brennt. Fuck it. Reparieren, Mann. Oh, Gott sei Dank, ey. Ja, das sprengen wir in der Luft, Mann. Ich habe eben gerade bloß nichts gesagt, weil ich mich konzentriert habe aufs Werfen. Gut. Easy. LOL. Hallo, Sicht. Danke. Jetzt lass mich hier raus. Ja, nee, ist klar. So, jetzt perfekte Möglichkeit. Boom. Perfekt. Alter, was sind denn das für eine Tragflächen hier mit Turbinen dran? Müsst ihr euch mal geben, wie groß das denn echt wäre, so ein Teil. Eine KTM, die ist ja schon recht groß, ne? Wenn du den Menschen dazu siehst, ist der
Echt mega krass, auch Franklin. Okay, mit der Plage, mit dem Helm, hören wir mal das Video auf. Und mit dem missglückten Backflip. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Lasst eine positive Bewertung da. Falls euch so eine Bike-Mods interessieren sollten, dann gucke ich mir mehr in Zukunft an. Wir sehen uns dann. Bis dann. Tschüss.